haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kumpel. Imran Sakaev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz Ohr. Ganz der Papa. Sakaevs Sohn, Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamarov weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakaev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Klar, sehen wir uns mal um. Zieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer. Kamarov, ich brauche Ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakaevs Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Schieß, bevor ich den Befehl dazu gebe. Wichser. Sir, ich habe das Ziel im dritten Wagen im Visier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden, alle Teams bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem BMP. Wir müssen ihn leben kriegen, also Vorsicht beim Feuern. Warten. Ausräuchern. Wir haben Gesellschaft, Sir. Feindliche Verstärkung im Süden. Okay,
zu den Außenbezirken der Stadt. Vorsicht, in diesem Gebiet wimmelt es vor feindlichen Verbänden. Over. Thank you.
wir eine Etage höher. Da ist ein Treppenhaus in der nördlichen Ecke. Ziel zieht sich tiefer ins Gebäude zurück. Moment, ich hab diese Typen. Scheißwaffe! Runter! Ich kann ihm ins Bein schießen, Sir. Nein, nicht schießen! Das Risiko ist so hoch! So, nehmen Sie die Waffe und halten Sie ihn auf! Runter damit! Es gibt kein Entkommen! Sofort runter! Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseplate, hier Bravo 6. Sakajews Sohn ist tot. Wir kommen nach Hause. Ach, Scheiße. Sein Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es. Ich kenne den Mann. Er wird es nicht unbeantwortet lassen. Verschwinden wir.